liefern eine informative, grundsolide Jahresvorschau. Das ist eine absolut sichere Nummer dieses Mal. Irgendwas stimmt mit dem Internet nicht. Ja, das meiste funktioniert, aber ja, Infos zur Jahresvorschau finde ich jetzt hier nicht. Das lässt sich bestimmt irgendwie reparieren. Es gibt zu jedem denkbaren Bereich Infoquellen, die ihr Wissen über Kabel zu Ihnen schicken. Wie viele davon funktionieren nicht? Alles, was man bräuchte, um eine Jahresvorschau für Videospiele zu machen. Was? Wenn das Internet spinnt, müssen wir ja irgendwie lokal an die Spieleinfos kommen. Das sollte machbar sein. Ich brauche dringend Infos über Fortsetzungen. Wow. Willst du uns sabotieren? Das war echt cool. Ich helfe dir mit der Essenz und dafür kriege ich von dir die Infos. Wir werden angegriffen, Herr. Der Krieg um Mittelerde. Er hat begonnen. Da muss ich mich wohl drum kümmern. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche? Mann, das dauert doch alles viel zu lange. Ich kann hier nicht weiter tatenlos rumsitzen. Ich muss auf das Schlachtfeld. Wo ist das Schlachtfeld? Wenn ich den nicht kenne. Du kennst mich? Ja klar, Sauron-Mensch. Wie siehst du aus? Ich bin nicht Sauron. Ja klar, so verarschen kann ich mich ja wohl alleine. Ich kenne auch meinen guten alten Sauron, wenn ich ihn sehe. Okay, aber sag's bitte den anderen nicht, ja? Spoiler-Gefahr und so. Okay. Aber nur, wenn du mir was über die Fortsetzung verrätst, die dieses Jahr noch rauskommt. Hast du bestimmt gesehen da in deinem Palantir. Bisschen was schon. Ja gut, dann pass mal auf. Ich leg mal los mit Baldur's Gate 3. Das befindet sich ja schon eine ganze Weile im Early Access und deshalb ist dazu auch einiges bekannt. Es gibt Infos zum Klassensystem, das mit verschiedenen Unterklassen einiges an Komplexität erwarten lässt, zu den verschiedenen aus dem Universum bekannten Völkern oder den Dialogoptionen, die euch je nach gewähltem Volk unterschiedliche Optionen eröffnen. Kurz, die Divinity Original Sin Macher der Larian Studios wollen dir beim Spielen so viel Kontrolle wie möglich überlassen. Ob viele Fans dem abgeschafften Echtzeit-Kampfsystem aus den Vorgängern zu Recht hinterher trauern oder ob das neue, rundenbasierte System am Ende richtig gut wird, muss natürlich der Langzeittest zeigen. In Assassin's Creed Mirage verschlägt es euch ins Bagdad des 9. Jahrhunderts. Ein deutlicher Finger zeigt, dass sich das Spiel mehr auf seine Wurzeln besinnen möchte. Auch wenn dem Render-Trailer nur bedingt viele Informationen zu entlocken sind, ist inzwischen bekannt, dass das Spiel deutlich kleiner ausfallen wird als die direkten Vorgänger. Der Story-Fokus soll gestärkt und der Umfang gekürzt werden. Aber genau diese Punkte dürften dem ein oder anderen Fan der frühen Teile zumindest auf dem Papier sehr gut gefallen. Nach zwei Release-Verschiebungen gibt es aktuell zwar immer noch keinen genauen Veröffentlichungstermin, trotzdem kann ich dir schon einiges zu Stalker 2 Heart of Chernobyl verraten. Im Horror-Shooter verschlägt es dich einmal mehr in die atomar verstrahlte Zone rund um das namensgebende Atomkraftwerk. Dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht, wissen Kenner der Serie nicht erst aus dem Trailer. Der zeigt nämlich sehr gut, wie düster und atmosphärisch es im Story-Shooter zugehen wird. In einem Video hat das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World übrigens auf die Umstände aufmerksam gemacht, unter denen das Spiel kriegsbedingt entsteht. Da fehlen einem echt die Worte. Ein Spiel, zu dem ich selbst dir nicht mehr viel sagen muss, ist Everspace 2. Warum? Weil dein Kollege Trant ein ziemlich ausführliches Preview-Video zum Weltraum-Rollenspiel-Shooter gemacht hat. Deswegen komme ich direkt zum nächsten Spiel. Homeworld 3.
Da gibt's auch Weltraumschlachten, aber in einer ganz anderen Art und Weise, in Form eines Echtzeit-Strategietitels. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Implementierung des Terrains in das Kampfgeschehen. Zum Beispiel könnt ihr hinter Trümmerteilen Deckung suchen, um eure Kampftruppen nicht direkt ins gegnerische Feuer fliegen zu lassen. Das ist natürlich nur eine von vielen taktischen Optionen, die der dreidimensionale Raum bietet. Ich muss schon sagen, was man bisher gesehen hat, sah echt sehr detailverliebt und vielversprechend aus. Dass Oxenfree 2 Lost Signals der Adventure-Mystery-Mixtur seines Vorgängers treu bleibt, dürfte niemanden überraschen. Das Sequel spielt 5 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils. Neben einem neuen Handlungsort gibt es einen neuen Cast und dementsprechend auch eine neue Geschichte. In der dreht sich alles um die Umweltforscherin Riley, die merkwürdige Radiosignale in der Stadt Kamina erforschen will, dabei aber merkt, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie im ersten Teil auch, wird natürlich wieder eine ganze Menge geforscht, gelabert und gerätselt. Weil das neue Areal knapp doppelt so groß sein soll wie die Insel im ersten Teil, bin ich gespannt, ob die Spannung darunter nicht leidet. Aber irgendwas sagt mir, dass das ganz cool wird. Dass der nächste Teil der Forza-Reihe ein Grafikbrett wird, sagt mir nicht mein Gefühl, sondern meine Augen. 4K-Auflösung bei 60 Frames und Raytracing, mehr als 500 detailverliebte Karren und die realistische Berechnung der Verschmutzung der Autos. Das soll die Xbox Series X an ihre Grenzen treiben, zumindest sagen das die Offiziellen. Damit's auch spielerisch was hermacht, gibt's 20 befahrbare Umgebungen, von denen 5 komplett neu sind und die sich je nach Wetterlage natürlich unterschiedlich spielen sollen. Noch nicht so viel bekannt ist zu Warhammer 40k Space Marine 2, zumindest im Detail. Der Gameplay-Trailer verrät natürlich, dass es wieder eine ganze Menge Action gibt und dass in der Fortsetzung zum Shooter aus dem Jahr 2011 dieses Mal gegen die sogenannten Tyranniden gekämpft wird. Und weil ich ganz genau weiß, dass du es blöd findest, dass es da noch keinen konkreten Release-Termin gibt, habe ich jetzt noch einen Shooter für dich, der schon ein konkretes Datum spendiert bekommen hat. Dead Island 2. Das wird so lächerlich brutal, dass es in Deutschland nur in einer geschnittenen Fassung auf den Markt kommt. Die Änderung? Im Vergleich zur internationalen Version kannst du nach dem Ableben der Untoten nicht weiter mit ihren Körpern interagieren, wie man so schön sagt. Das soll übrigens auch Auswirkungen auf das Matchmaking haben, aber naja, ich bin bei der Entwicklungshistorie ja eh etwas skeptisch, aber warten wir es einfach ab und sprechen so lange über ein paar andere Spiele. Zum Beispiel Payday 3. Dazu ist bislang noch nicht allzu viel bekannt. Die Urmitglieder der Payday Gang schließen sich erneut zusammen, um gefährliche und actionreiche Raubzüge durchzuführen. Dann kommt natürlich noch der 2,5D-Plattformer Flashback 2, der klassische Elemente des 1992er Originals mit modernen Mechaniken kombinieren will. Und mit Armored Core 6 Fires of Rubicon will euch From Software in Erinnerung rufen, dass das Unternehmen mehr kann als nur Souls-Spiele. Wer mehr auf Survival Spiele steht, könnte einen Blick auf Sons of the Forest werfen. In dem hat sich nämlich einiges getan. Es gibt zum Beispiel Schusswaffen und wichtige Spielelemente wie das Bauen oder das Beschaffen von Ressourcen wurden grundlegend überarbeitet. Auf den ersten Blick sieht das alles aber sehr cool und vielversprechend aus. Ghost Runner 2 könnte auch ganz cool werden, weil es zudem aber bislang nicht mal einen Trailer gibt, komme ich jetzt mal lieber zum Ende. Hast du deine Infos? Nice! Was soll das? Danke, Sauron. Nicht so laut, Mann. Ich kenne mich hier alle nur als Heilbrand. Du wolltest nichts verraten. Was soll ich denn da auch verraten? Das weiß doch eh jeder Bescheid. Hey, Leute! Guck mal, wer hier ist. Hallo, Sauron! Woher wissen die, wer ich bin? Naja, siehst du hier noch irgendwo einen sexy, verruchten Typ mit einer zweifelhaften Vergangenheit, der ganz zufällig irgendwelche Verbindungen zu den Südlanden hat und nebenbei auch noch die Schmiedekunst beherrscht? Come on. Also, entschuldige mich mal, ich muss hier mal was klären. So, Freunde, jetzt mal ganz langsam. Denkt ihr, dass ihr so nach Mordor kommt? Was, du Otto? Wir wollen hier rein! Du Hurensohn, ich schicke deine Mutter! Also erstens, meine Mutter ist viel zu alt, ja? Und zweitens, ich kenne euch doch von irgendwoher. Ihr habt doch schon mal Stress gemacht. Ich hab noch nie meinem Leben Stress gemacht! Ihr habt doch einen Bruder, oder? Seid ihr nicht die Brüder von Uxgrutz? Soll ich den mal anrufen? Scheiße, woher kennt ihr unseren Bruder? Ruf mal bitte nicht unseren Bruder an. Ja, dann verzieht euch mal. Und mit dem Verhalten kommt ihr hier nirgendwo in Mittelerde rein. Ich sag dir, wir müssen denen einfach Tacheles reden. Das ist halt einfach so das Ding. Die verstehen das sonst nicht, ne? Wenn du dich einfach irgendwie die mal ein bisschen härter anpackst, so. Das ist halt einfach, ne? Danke, du hast uns wirklich gerettet. Ja, ey, easy, gar kein Problem. Aber ich muss jetzt los, ne? Ciao! Ja. Tschüss!
Oh, Entschuldigung, Sir. Könnten Sie mir sagen, wo ich hier bin? Nope. Oh Mann, wo führt dieses dumme Kabel denn noch hin? Na, in die Cloud. Ach cool, ja, in welche denn? iCloud, Google Drive, Dropbox oder... Nein, du Idiot, in die da oben. Was will denn eine Wolke mit einem Internetkabel? Das ist keine normale Wolke. Das ist eine außerirdische Lebensform, die sich von Indie-Informationen ernährt. Hä, wie soll das denn gehen? Das weiß ich auch nicht so genau. Bis vor kurzem hat sie noch Menschen gefressen. Aber jetzt will sie nur noch Indie-Krams. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber so steht es im Drehbuch. Was für ein Drehbuch denn jetzt noch? Na, das hier. Hier steht's. Entschuldige bitte, aber wenn du keine Ahnung hast von Kunst und nur leicht verständlichen Mumpitz möchtest, dann solltest du vielleicht lieber den Mainstream runter nach Hollywood. Ja, okay, okay. Ich hab's verstanden. Aber wie komme ich denn jetzt Informationen zu den Indie-Spielen, die dieses Jahr noch rauskommen, wenn dieses Ding da oben anscheinend alles aufgefressen hat? Jo, dazu kann ich dir einiges erzählen. Denn hier im Indie Valley weiß nahezu jeder etwas über die Indie-Hits 2023. Oh, geil. Ja, dann lass mal hören. Dann fange ich doch gleich mit dem wohl meist erwarteten Indie-Game für hoffentlich 2023 an. Hollow Knight Silksong. Hier spielst du nicht mehr den Käferritter, sondern die wesentlich akrobatischere Hornet. Auch wenn das Kern-Gameplay mit einem Mix aus Platforming, Erkundung und knallharten Kämpfen bestehen bleibt, kommen doch einige neue Kniffe dazu. Beispielsweise kannst du jetzt auch Waffen und Gegenstände craften und es gibt natürlich massig neue Gegner und Bosse. Wann der Nachfolger zu einem der besten Metroidvanias aller Zeiten genau erscheint, ist aktuell noch unklar, aber laut dem letzten Xbox Showcase sollte es noch vor Juni diesen Jahres rauskommen. Eines der besten Roguelites der letzten Jahre geht auch in die nächste Runde. In Hades 2 wirst du die Rolle von Melinoe, der Prinzessin der Unterwelt, übernehmen. Sie hat es auf Kronos, den Titan der Zeit und Vater von Hades, abgesehen, der vorhat, einen Krieg gegen den Olymp zu starten. Spielerisch wird uns allem Anschein nach Ähnliches wie im Vorgänger erwarten. Ob Hades 2 auch schon in diesem Jahr erscheint, ist aktuell noch unklar, zumindest soll es aber in den Early Access starten. Vom Roguelike kommen wir jetzt zu einem Roadlike, wie es die Entwickler nennen. Denn in Pacific Drive bist du mit einem Ollenkombi in einer gefährlichen Sperrzone unterwegs. Unter der Haube des Spiels steckt zudem noch ein Survival-Game. Bekommt deine Karre durch die seltsamen Anomalien Schaden, musst du zu Fuß Ressourcen sammeln und dein Fahrzeug nicht nur reparieren, sondern idealerweise auch noch weiter aufmotzen, damit du Stück für Stück die seltsame Welt erkunden kannst. Außerdem wird es noch Kämpfe und auch eine Geschichte geben. In dem charmanten Action-Adventure The Plucky Squire kannst du dich nicht nur durch die Seiten eines Buches bewegen, sondern auch gleich noch durch ein ganzes Kinderzimmer. Dabei wird reichlich gekämpft und auch ein bisschen gepuzzelt. Außerdem erwarten dich noch einige Mini-Herausforderungen, wie zum Beispiel ein Boxkampf gegen einen Dachs. Little Devil Inside sollte eigentlich schon längst erschienen sein, aber anscheinend brauchte das schicke Action-Adventure mit einem Hauch Survival noch ein bisschen Feintuning. Auch wenn ein Release in diesem Jahr noch nicht offiziell ist, stehen die Chancen recht gut. Dann darfst du als Abenteurer auf die Jagd nach paranormalen Monstrositäten wie Werwölfen, Drachen und offenbar auch riesigen Grinsekatzen gehen. In dem 2D-Puzzle-Plattformer Planet of Lana verschlägt es dich auf einen gefährlichen, dafür aber ziemlich ansehnlichen Planeten, auf den fiese Roboter Lanas Schwester verschleppt haben. Dort löst du zusammen mit deinem knuffigen Katzenaffentierchen Rätsel. Einige davon lassen sich nur gemeinsam lösen, für andere musst du wiederum auf die Fähigkeiten deines Begleiters setzen, denn das Fellknäuel kann allerlei Alien-Getier kontrollieren. Und das war noch lange nicht alles. Außerdem erscheint dieses Jahr noch... Oh, oh, das waren zu viele Infos! Oh, oh nein, fremder Cowboy! Oh Mist, der ist tot! Wie komme ich denn jetzt an die restlichen Infos? Ich muss irgendwie auch da hochkommen. Ich hab's! Indie-Infos! Heiße Indie-Infos! Ganz frisch und köstlich, direkt vom Entwickler und garantiert 100% ohne AAA-Inhalte. Wow. Was ist das denn alles hier? Ah!
nee, so wird das nix. Moment. So, steht denn hier? The Binding of Isaac ist das beste Indie-Spiel aller Zeiten. Ja, stimmt. Anscheinend sind das hier alles irgendwelche Indie-Informationen. Aber ist hier auch was für 2023? Oh, hier! Ah, geil! In Vikings on Trampolines bekommt man genau das, was draufsteht. Wikinger, die auf Trampolinen herumspringen und dabei Gegner verprügeln. Den Boden sollte man dabei aber meiden, was bei den vielen Gegnern sowie den Mitspielerinnen und Mitspielern manchmal gar nicht so leicht sein dürfte. Der Brawler lässt sich nämlich zu viert und sowohl kooperativ als auch kompetitiv spielen, wobei die Steuerung so simpel sein soll, dass man nur eine Hand benötigt. Nach Chained Echoes möchte Sea of Stars der nächste Pixel-JRPG-Hit werden. Das Rollenspiel von den Leuten hinter The Messenger wird auf der einen Seite mit einem rundenbasierten Kampfsystem ein recht klassisches Erlebnis. Auf der anderen Seite sollen einige moderne Designentscheidungen wie das Weglassen von Zufallsbegegnungen, keine Notwendigkeit Level zu grinden und der Möglichkeit Mana durch normale Attacken wieder aufzufüllen für einen schönen Spielfluss sorgen. Schon im Sommer soll der 2D-Action-Plattformer Nine Souls erscheinen, der auf den ersten Blick wie ein Hollow Knight-Klon mit handgezeichnetem asiatischen Setting wirkt. Dabei setzt das Kampfsystem aber viel mehr auf Blocken und Kontern wie bei Sekiro. Es sind also gute Reflexe gefragt, um gegen die namensgebenden neuen Herrscher anzukommen. Ein Stardew Valley in der Steinzeit wird Roots of Pacha. Hier kann man also fleißig erkunden und dabei Ressourcen sammeln, Gemüse anbauen, Tiere zähmen und züchten, wilde Steinzeitpartys feiern und natürlich auch heiraten und Kinder bekommen. Obendrauf ist das Ganze sogar noch kooperativ im Multiplayer spielbar. In Wild Woods spielt der Koop-Modus sogar eine essentielle Rolle, denn hier muss man mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern in Form von knuffigen Kätzchen einen Karren beschützen. Bei Tag sollte man reichlich Ressourcen sammeln, um den Wagen bei Nacht vor Banditen zu schützen und die Flamme am Lodern zu halten. Dabei mischen sich auch Roguelike-Elemente unter, weshalb Nebengeschick vor allem gute Teamarbeit gefragt ist. Wenn die Truman Show ein Videospiel wäre, würde es wahrscheinlich American Arcadia heißen. Hier spielt man zum einen Trevor, der unwissentlich Protagonist einer Reality-Show ist, und zum anderen Angela, die hinter den Kulissen arbeitet. Da Trevors Einschaltquoten nicht die besten sind, steht er kurz davor, entsorgt zu werden, was von Angela verhindert werden möchte. Man wechselt also stets zwischen den Perspektiven und versucht schleichend, springend und auch rätselnd aus der 70er Jahre Scheinutopie zu entkommen. Dann steht hier noch etwas von Skate Story, einem Skateboarding-Game, bei dem man anscheinend einen Dämon spielt, der aus Glas und Schmerzen besteht? Der Teufel höchstpersönlich hat ihm außerdem aufgetragen, den Mond zu verschlucken, und das einzige Hilfsmittel, um diese kuriose Aufgabe zu erfüllen, ist offenbar das Skateboard. Alarm! Maximales Informationsvolumen erreicht! El Paso Elsewhere. Ein Max-Payniger Polygon-Shooter mit Werwölfen und Vampiren. Warnung! Kritische Füllmenge an Indie-Informationen. Systeme überlastet. Ah, da hat sich wohl jemand den Bauch zu voll geschlagen, was? Okay, na warte. Ja. So, friss das. Hyper Light Breaker, ein Koop-Action-RPG mit Roguelike-Elementen und der Nachfolger vom großartigen Hyper Light Drifter. Cassette Beasts, Pokémon-mäßige Monstersammelei mit einer offenen Welt und rundenbasierten Kämpfen. Terranil, ein Strategiespiel, bei dem man ein Ödland zum florierenden Ökosystem puzzeln muss. Bomb Rush Cyberpunk, Jet Set Radio Hommage mit Graffiti und freshen Moves. Withered with a Gun, ein magisches Sandbox-Survival-Game mit Zauberern und Knarren. Aua! Oh, aua, mein Arsch! Hallo, Sie da aus dem Fahrstuhl. Möchten Sie an einer kurzen Befragung teilnehmen? Wo sind wir hier? Bei den Zeugen Jehovas? Nein, aber ich wette, dass Sie sich nach der Beantwortung pudelwohl fühlen werden. Fangen wir mit Frage 1 an. Wer sind Sie?
Ich weiß nicht. Was zum Teufel läuft hier? Habt ihr mir eine Gehirnwäsche verpasst, oder was? Schon okay. Frage 2. 11 plus 6 ist gleich. Ich weiß nicht. Frage 3. Buchstabieren Sie das Wort Donaudampfschifffahrtselektrizitäten-Hauptbetriebswerkbau-Unternehmen-Bandengesellschaft. Ich weiß nicht. Toll! Das ist ein perfektes Ergebnis. Sie sind eingestellt. Hä? Das war ein Einstellungstest? Quasi. Ja, genau. Ich habe gerade meine Erinnerung verloren, weiß nicht, wer ich bin, wo ich bin oder was das hier für ein Laden ist, aber ich setze mich jetzt hin. Wir verteilen kostenlos Videospiele und in den Mittagspausen wird noch gezockt. Freut mich, dass du dich hier schon eingelebt hast. Mhm. Du wirst bestimmt ein perfekter Ersatz für Schmenli. Was ist mit Schmenli? Ja, der wurde entführt. Von jemandem mit großen Füßen. Ah, okay. Ich find's auch toll, dass du so instinktiv und schnell in die Arbeit reingefunden hast. Hm? Ach das? Nee, ich hacke hier die ganze Zeit nur random auf zwei Tasten rum, damit so aussieht, als würde ich was tun. Irgendwie ist das ein Verhalten, an das ich mich erinnert habe. Weiß auch nicht. Also, unsere Abteilung No Release Date Refinement hat die Aufgabe, spannende Spiele ohne Erscheinungstermin aus dem Meer an Gaming-Releases zu fischen. Schön, aber wie mache ich das? Ich sehe da nur Zahlenquatsch. Ja, also pass auf, die Zahlen sind enkodierte Datensätze. Und die sind so dargestellt, dass sie mit dir, mit dem Refinder, sprechen. Okay, was für eine Esoterik-Scheiße. Die sprechen wirklich. Und sie sagen ganz deutlich, guck mal, diese Spiele hast du bestimmt in der Zwischenzeit vergessen. Capcoms Pragmata zum Beispiel. Das wurde im Sommer 2020 angekündigt und kürzlich auf dieses Jahr verschoben. Doch zum Spiel, dessen Kulisse ein dystopisches Mondsetting werden soll, haben wir im Moment nicht mehr als einen schön seltsamen, aber auch schön nichtssagenden Trailer. Ähnlich ist das beim Horrorspiel Slitherhead, an dem unter anderem der Silent Hill und Siren Director Keiichiro Toyama mitwirkt. Slitherhead soll dessen Aussage nach aber auch denjenigen zugänglich sein, die mit dem Genre eher Berührungsängste haben. Bei Ill sieht das ganz anders aus. Das zielt eindeutig auf ziemlich harten Horror. Ob hinter den schön scheußlichen Bildern auch ein gutes Spiel steckt, ist nur leider noch nicht so klar. Ziemlich fern dürfte noch das 007-Projekt des Hitman-Studios IO Interactive sein. Aber vielleicht gibt's im Laufe des Jahres zumindest mal was dazu zu sehen. Habe ich nämlich Bock drauf. Guten Morgen, liebes No-Release-Date-Refinement. Guten Morgen, Frau Mirischek. Sagen Sie, haben Sie unserem Neuling nicht gesagt, dass wir uns nicht unrealistische Spiele zurecht fantasieren, sondern dass wir uns auf die realistischen für 2023 konzentrieren wollen? Ja, ich wollte ihn gerade unterbrechen, Frau Mirischek. Gut, dann sehe ich von einer Bestrafung durch unbezahlte Überstunden ab. Aber Frau Mirischek, wir machen noch die ganze Zeit schon. Ich habe hier ein paar Spiele reinbekommen. Wer möchte sich darum kümmern? Och, nö. Lieber das. Wir zeigen hier nur positive Emotionen, wenn es um Arbeit geht. Okay. Also gut, realistisch für 2023. Nein, 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 nein. Ah ja, warum nicht? Doki V sieht nicht nur vielversprechend aus, sondern könnte vielleicht auch wirklich noch dieses Jahr erscheinen. Die Open-World-Spielwiese sieht, vom zuckersüßen Kiddy-Quatsch mal abgesehen, nicht nur unverschämt gut, sondern auch spielerisch vielversprechend aus. Im Kern steht Pokémon-mäßige Monstersammelei mit actionreichen, knalligen Kämpfen und viel Abwechslung. Nicht nur gibt es eine Fülle an Nebenaktivitäten, sondern auch zahllose Bewegungsmöglichkeiten. Da kann man nicht nur mit Skateboard und gekapertem Bobbycar rumdüsen, sondern auch das Laserlasso schwingen oder chillig auf einem Alpaka herumjuckeln. Ja, Doki V macht neugierig. Das gilt auch für Atlas Fallen vom The Search Studio Deck 13. Statt wuchtiger, aber auch etwas träger Souls-like-Kämpfe sollen hier schnelles Movement und flotte Kombos Vorrang haben. Dabei hilft nicht nur, dass der noch namenlose Held auf Sand gleiten kann, sondern auch, dass er sich aus den Krümeln gleich noch seine Waffen formt und in den Fights schnell zwischen ihnen wechselt. Klingt alles geil, weshalb ich sehr gespannt auf mehr bin. Bei Skull and Bones bin ich hauptsächlich darauf gespannt, ob es wirklich irgendwann mal erscheint. Das verfolgt uns nämlich seit 2017 und wurde kürzlich zum 6. Mal auf ein schwammiges innerhalb des aktuellen Fiskaljahres verschoben, was theoretisch sogar 2024 bedeuten könnte. Irgendwie schade, weil der sowohl off- als auch online spielbare Open-World-Titel mit Piraterei und Seekämpfen ein grundsätzlich noch nicht allzu verbrauchtes Setting bedient. Ich habe trotzdem schon vorm Spiel ein bisschen Angst vor Schiffbruch. Das ist bei Lies of P dankenswerterweise anders. Das wurde überdeutlich von Bloodborne inspiriert, nicht das Schlechteste, und bietet mit einer erwachsenen, düsteren Version von Holznase Pinocchio einen spannenden neuen Rahmen. Um sich weiter abzuheben, gibt's in Kämpfen eine Fülle an Fähigkeiten und Story-Situationen, in denen zwischen Wahrheit oder Lüge gewählt und damit der Spielverlauf verändert werden kann. Ob's für Gameplay auf FromSoft-Augenhöhe reicht, gilt aber noch abzuwarten. Auch noch ein bisschen abwarten, muss ich ehrlich gesagt, Starfield.
Das Space Elder Scrolls, Anführungszeichen, hat mich bei Ankündigung ehrlich gesagt wegen der steifen Animation und den Shootouts auf Knallerbsniveau nicht so krass mitgerissen, aber Potenzial ist natürlich da und ich habe auch Bock, mich durch die Sci-Fi-Kulissen mit einem selbstgebauten Sternenkahn zu schälen. Hauptsache, Bethesda verhebt sich nicht mit irrgeleiteten Ambitionen, das ganze Universum mit Trillionen von Planeten simulieren zu wollen. No Man's Sky. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Von Dino-Horden-Klopper Exoprimal bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz überzeugt. Das Prinzip des PvP-VE-Shooters ist zwar ungewöhnlich und herrlich japanisch, aber ich weiß einfach noch nicht, ob ich Bock drauf habe, in der Gruppe gegen anderes Team um die Wette Velociraptoren zu knüppeln. Aber weil Dinosaurier-Spiele rar sind, behalte ich es zumindest mal im Auge. Vom filmisch inszenierten Souls-like Flintlock The Siege of Dawn bin ich aber ein bisschen mehr angetan. Neben fordernden, aber fairen Kämpfen soll sich hier die Spielwelt auch noch ein Stück weit durch die eigenen Taten und absolvierten Quests verändern. Weil man sich die Spielwährung durch gute Leistungen in den Fights verdient, versprüht Flintlock auch noch leichte Bayonetta-Vibes. Ich habe hier ein paar zu behandelnde Spiele reinbekommen. Wer möchte sich darum kümmern? Ja klar, juhu, ich liebe Arbeit. Sarkasmus akzeptieren unsere Statuten übrigens auch nicht. Sepp L. Eine neue Ladung Spiele für No Release Date Refinement. Euer Name steht drauf. Ich habe hier ein paar zu handelnde Spiele reinbekommen. Wer möchte sich darum kümmern? Spiele. Ich habe hier ein paar Spiele reinbekommen. Wer möchte sich... Ich habe hier ein paar zu handelnde Spiele reinbekommen. Wer möchte sich... Ich habe hier noch ein paar zu handelnde Spiele reinbekommen. Wer möchte sich darum kümmern? Ich habe hier noch ein paar zu handelnde Spiele reinbekommen. Wer möchte sich darum kümmern? Ey, ohne Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will hier raus. So, ja. Sag das doch gleich. Du kannst jederzeit gehen. Komm, ich begleite dich zur Tür. Und ich kann jetzt einfach so gehen? Ja, ich darf dir dabei nur nicht zuschauen. Ihr seid echt seltsam. Egal. Tschüss, du Trottel! Was zur... Hallo? Hä? Ja, ja. Nee, alles gut. Nee, was zur Hölle ist das denn hier? Ist ein ganz, ganz ruhiger, ganz entspannt. Mhm. Nee, machen wir. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Was ist das für eine Scheiße? Diese Scheiße nennt sich Arbeitsalltag. Und das da hinten ist eine einseitige Tür. Die hat sich unser Arbeitgeber ausgedacht, um die Fluktuation der Angestellten so gering wie möglich zu halten. Aber du kannst gerne Beschwerden beim Betriebsrat einreichen. Ja, bitte, unbedingt. Ja, die findest du hinter der Tür da. Ist nicht dein Scheiß ernst. Das kommt mir bekannt vor. Und damit meine ich nicht mal Hellblade 2. Auch wenn ich mich schon seit dem ersten Teil darauf freue. Das Action-Adventure zeichnet den ersten Trailer nach eine schön obskure Höllenvision und scheint in Sachen Setpieces noch eine ganze Ecke größer aufzufahren als der noch recht schmal abgesteckte Vorgänger. Oh. Dabei muss ich auch Julius gleich noch erwähnen. Zudem hat man noch nicht viel gesehen, aber der auf Anschlag hochgedrehte Bioshock-Style und die Beteiligung ehemaliger Entwicklerinnen und Entwickler lässt mich jetzt schon vorsichtig aufhorchen. Von ehemaligen Suikoden-Verantwortlichen kommt Ayuden Chronicle 100 Heroes, ein klassisches JRPG mit schicker 2D-3D-Grafik und namensgebenden 100 rekrutierbaren Charakteren. Stichpunkte, aufgrund der das Spiel schon jetzt meine Aufmerksamkeit hat. Auf Fort Solis, dem klaustrophobischen Sci-Fi-Thriller, in dem ihr in der namensgebenden Marsstation verschütt geht, bin ich auch gespannt. Mit Arthur Morgan-Darsteller Roger Clark und Joel-Schauspieler Troy Baker hat man sich für den story-intensiven Ritt auch gleich prominente Gesichter an Bord geholt. Oh, Moment. Ich hab's. Was machst du da? Oh, ich hab das Betriebssystem entschlüsselt. Da hat nichts zu mir gesprochen. Das war fucking Minesweeper. Geil, Glückwunsch. Ja, und jetzt habe ich meine Freiheit zurück. Ich glaube, die haben Angst, dass ich hier unten irgendwie Betriebsgeheimnisse ausplaudere oder so. Aber es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Mir auch. Es war mir wichtig, das nochmal zu sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns nicht wiedersehen. Ja, das wird wohl stimmen. Jedenfalls dir auch noch viel Glück. Ja, und die Wolke, die hat alle Indie-Informationen geschluckt. Dann muss ich da natürlich reingehen und die holen.
Aber wie kamst du da überhaupt hoch? Das standst du gar nicht in diesem Drehbuch da. Ja, das stimmt. Aber ich hab's trotzdem gemacht. Moment mal, woher wusstest du, dass das nicht im Drehbuch steht? Hä, was meinst du? Hab ich Drehbuch gesagt? Es gibt doch jedes Mal ein Drehbuch. Ich habe am Tatort genauso einen Ohrring gefunden. Du hast das Drehbuch manipuliert! Und dir Internetkabel durchgeschnitten! Mann, ist das frech! Moment, das kann aber nicht sein. Der Entführer bei mir hatte riesengroße Füße. Und ich meine, Milena hat doch nicht... Oh, du wolltest die Sendung sabotieren, weil ich deine komischen Vorschläge da nicht annehmen wollte. Du wolltest, dass ich gefeuert werde. Nein. Ertappt. Sorry. Du hast aber nochmal Glück gehabt, dass wir die Infos trotzdem bekommen haben. Sonst müsste ich die nämlich abmachen. Hab ich ja keinen Bock drauf. Warum lachen wir eigentlich so lange? Wegen der Endcard.